So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Ich war gerade schon mal fleißig und habe ein wenig in den Taktiken von Loghain rumgespielt. Das habe ich euch mal erspart. Aber jetzt werden wir doch mal schauen, was wir so an Rüstungen und Waffen beim letzten Mal aufgehoben haben. Da gab es ja doch einiges zu verteilen. Ja, ich weiß, Ausrüstungsfolge, aber höchstwahrscheinlich ist es die letzte. Also nicht die letzte Folge überhaupt, aber wohl die letzte Ausrüstungsfolge. So, dann schauen wir doch mal. Wir haben eine Kommandantenrüstung der Grauen Wächter von dieser Nekromanten-Hörlock-Dunklen Brut bekommen. Und ich fürchte fast, es ist das exakte Gegenstück zu dem, was wir schon tragen. Ja, die Werte sind ziemlich gleich. Die Werte sind absolut gleich. Na schön, also nichts für uns, für Loghain eventuell. Bei Loghain wollte ich ja sowieso mal schauen. Wir haben doch hier Mariks Klinge, oder? Mariks Klinge hier. Macht zwar weniger Schaden, hat allerdings Gesundheitsregeneration, schwächt dunkle Brut, Ausdauerregeneration und nochmal extra Schaden gegen dunkle Brut. Da wäre ich ja fast in Versuchung, ihm dieses Ding zu geben. Dankensschwert. Dankensschwert ist sehr toll, aber ich glaube, das wäre ein wenig Blasphemie, das Ding ausgerechnet Loghain zu geben. Da würde sich ja der gute Alistair überhaupt nicht mehr einkriegen. Also gut, wir geben Loghain Mariks Schwert. Ja, ist sogar ganz hübsch. Müssen wir dann noch sockeln, ja? Es hat 3 Plätze, ist nicht verkehrt. Ansonsten haben wir jede Menge Gelumpe, das wir noch loswerden sollten. Tja, geben wir Loghain die Rüstung. Nee, geben wir Loghain die Rüstung der Grauen Wächter oder ich denke mal, Kaelens Rüstung ist nicht so das Wahre. Außerdem auch wieder ein wenig frevelhaft. Wo ist das Brustteil? Das wäre hier. Schlecht ist sie mit Sicherheit nicht. Eventuell geben wir die Stan. Nee, ich glaube, das käme nicht so gut an, wenn wir diese Rüstung Loghain anziehen. Er hat ja schon Mariks Klinge, immerhin war er mit dem befreundet. Und er hat seinen Sohn umgebracht oder sterben lassen. Das ist doch eine Mahnung, die er vor Augen haben sollte. Die massive Rüstung der Grauen Wächter hat dieselbe Rüstung, 1838. Bietet allerdings ansonsten mehr. Ja gut, wir geben sie ihm. Immerhin ist er ein grauer Wächter. Er hat es sich verdient, sie zu tragen. Handschuhe und der Helm. Bingo.
Ich nehme mal an, ein Amulett oder Ringe haben wir nicht für ihn, nee. Das Ding mit dem minus 3 Stärke und 3 Wille möchte ich ihm nicht geben. Hat Merricks Klinge irgendwelche, ja, 25 Stärke Voraussetzungen? Ich muss dann mal schauen, wie ist denn mit, wo ist er denn? Zephren. Wir haben doch hier auch Duncans Dolch bekommen. Duncans Dolch ist gar nicht schlecht. 10 Schaden gegen Drachen. Okay, das wird uns wohl höchstwahrscheinlich nicht mehr viel nützen. Es sei denn natürlich, der Erzdämon zählt als Drache. Wobei ich das ja fast bezweifeln mag. Schauen wir doch mal, wie sieht Duncans Dolch aus? Ja, recht normal. Ansonsten, ich glaube, ich hätte Zephren ja gerne Sternenreißer gegeben. Oder, zumindest vielleicht, Duncans Schwert. Wo ist es denn? Oh, es benötigt 33 Stärke. Das ist sogar noch mehr als Merricks Klinge. Moment, sag bloß, du hättest genug Stärke, um Merricks Klinge zu tragen. 25. Ich wette fast, die hat er, oder? Zephren? Nee, offenbar hat er nicht mal 25 Stärke. Schauen wir doch gerade mal. Wir hatten doch hier irgendwo einen Charakterbogen. Logan hat 36, das ist auch nicht so viel. Heldenhafte Erfolge. Steht da zufällig auch was über Kaelin drin? Nee, und offenbar stimmen die Erfolge auch nicht, weil mächtigster besiegter Gegner, der Hohe Drache, da war Logan noch nicht bei uns. Es sei denn natürlich, das ist meine Statistik und die gilt gar nicht für die Charaktere, wobei sie ändert sich. Ach so, ja, ich bin ja auch so doof. Hier, Leliana da Gruppe. Ja, dann stimmt's wieder. Leliana, der mächtigste Gegner war Al-Hau. Oh, bei Stan, der mächtigste Gegner war ein Bär. Das ist ja fast schon beschämend. Entschuldigung, Stan. Na gut, ich wollte Zephren, du hast, was hast du denn? Du hast 15 Stärke. Allen Ernstes, wieso ist die Zahl rot? Minus 1. Okay, du hast also irgendein Item, was dir 1 Stärke wegnimmt. Also 15 ist wirklich überhaupt nicht viel, da hat ja mein Charakter fast mehr. Schauen wir gerade mal. Du hast einen Ring mit Klugheit. Ah, da. Minus 1 Stärke. Ich könnte schwören, wir hätten ihn mindestens auf 20 Stärke hochgepusht. Naja, gut. Ist halt so. Tja, behältst du jetzt Duncans Dolch oder eher nicht so? 4 Geschicklichkeit ist zwar schön, aber 10 Schaden gegen Drachen ist jetzt nicht so doll. Der Dolch des verlorenen Teigs. Klugheit, Rüstungsdurchdringung, Angriff, unterbricht Zauber. Wollen wir mal wechseln?
Okay, du bekommst die Ogryn. Mein Freund Ogryn. Ich glaube, du bist perfekt ausgerüstet. Da müssen wir nicht mehr viel dran ändern. Vermute ich doch mal. Das ist nur ein Langschwert. Das ist auch nur ein Langschwert. Ja, nee, Ogryn ist gut aufgestellt. Shale sowieso. Morrigan dürfte auch alles haben, was sie braucht. Sie hat ja erst wieder ihre schicke Robe bekommen. Gut, ich bin wohl auch ausgerüstet, wobei... Wo ist denn Kalens Rüstung da? Was hat die denn für eine Erschöpfung? 26 ist geringfügig geringer. Gut, von den Werten bringt sie mir allerdings überhaupt gar nichts. Tja, ich wollte zwar unsere Erschöpfung eventuell ein bisschen reduzieren, aber lassen wir es halt mal. Und es besteht wieder Verwechslungsgefahr mit Low Gain. Da tragen wir ja wieder Partner-Look. So, du kriegst wieder Merricks Klinge. Zephren kann sie ja nicht tragen. Schilde, 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 Schilde. Hallo, Schilde. Der Tevinter-Schild ist schon mal Quatsch. Der auch, Kalens Schild. Verteidigung ist gleich. Erschöpfung ist sogar ein bisschen höher bei Kalens Schild. Geschossablenkung ist ein bisschen höher dafür. 1 Rüstung und eine Chance, dass Pfeile verfehlen. Aber die 20 körperliche Widerstandskraft auf seinem Schild ist eigentlich schon okay. Und für den Turmschild des Wächters fehlt ihm sogar die Stärke. Na schön. Dann bleibt er bei seinem eigenen Schild. Leliana, du hast, glaube ich, den besten Bogen, den wir anzubieten haben. Ja. Könnte sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, die Bögen im Spiel sind doch ein bisschen rar gesät. Also zumindest die guten. Na schön, dann bist du auch ausgerüstet. So, Stan. Würde dir eventuell Kalens Rüstung besser stehen? Gesundheit, Widerstandskraft, Geschick, Wille. Also für dich als Schadensausteiler ist die, die du trägst, eigentlich fast schon besser, was? Die da hätten wir natürlich auch noch. Und wie sieht Kalens aus? Ach ja, wir erinnern uns. Die schicke Goldene. Aber ich fürchte... Die, die er trug, ist eigentlich okay. Das wäre ja doof, wenn Kalens Rüstung in die Truhe wandert. Die Truhe, die voll ist. Für Hundi hatten wir doch auch was gefunden. Kälteresistenz, Angriff, Geschick und Schaden. Nee, das ist schon gut, was er trägt. Ja, bedauerlich. Dann nutzen wir außer Mareks Klinge und Duncans Dolch überhaupt nichts. Schade, schade. Na gut, dann sehen wir noch mal kurz nach Geschenken. Ach ja, genau, der gefundene Kuchen mit leichten Sabberspuren. Also ich weiß es nicht, aber spontan würde ich ja vermuten, dass Stan total drauf abgehen wird, denn er mag ja ohnehin Kuchen. Also schauen wir mal. Ich danke euch. Okay.
Das war dann wohl eher ein Höflichkeitspünktchen, das wir da bekommen haben. Gut, ja, ich wüsste auch nicht, wem man den sonst hätte geben können. Ich glaube nicht, dass Win oder Morrigan von angesabberten Kuchen begeistert gewesen wären. Ogryn, hier, für dich haben wir natürlich auch noch was. Ein schöner alter Wein. Also Prost. Ja, das sieht nett aus. Das dachte ich mir. Und den Kelch des Beitritts, ja. Der Einzige, der sich wohl richtig drüber gefreut hätte, hat uns ja verlassen. Gut, Leliana, komm noch mal gerade her. Wir haben doch sicher ein paar Pfeile, die wir dir noch geben können. Eispfeile, bitteschön. So. Und da gibt's auch schon bei Ogryn neue Boni. Sehr schön, dann gehen wir zu Sandel und sockeln Mariks Klinge. Verzauberung? Ja, bitteschön. Verzauberung! Zuerst müssen wir aber mal schauen, dass wir die Steine aus den nicht mehr genutzten rausholen. Sehr schön. Und aus Sternenreißer auch. Mariks Klinge. Gut. Dann hätte ich gerne da Widerstandskraft drinnen, und zwar körperliche. 5. Haben wir nicht mehr als 5? Lähmungsrune. Da, 10. 10 ist schon mal okay. Chance auf Lähmung. Hat Mariks Klinge irgendwelchen Schaden drauf? Nein. Dann machen wir sie doch zu einer Blitzrune. 4 Elektroschaden, 1 Feuerschaden. Haben wir noch irgendwo mehr? Schaden gegen dunkle Brut. 5 Elektroschaden. Gut, dann macht sie 5 Elektroschaden. Vier Schaden gegen dunkle Brut. Chance auf Lähmung. Oder Resistenz, beziehungsweise wir hatten doch noch irgendwo eine andere. Hier, Widerstandszone, 5 körperliche Widerstandskraft. Ich hoffe mal auch, das deckt. Also da Low Gain der Tank sein soll, bekommt ihr die körperliche Widerstandskraft, würde ich mal sagen, oder? Nee, komm, du kriegst die Schadensrune gegen dunkle Brut. Dann bitte den Dolch des verlorenen Teigs, der leider auch nur 2 Plätze hat. Na gut, dafür gibt's die Lähmungsrune. Hat der Dolch irgendwelche Zauber drauf? Nein, dann bekommst du die Blitzrune. Und Dankensdolch. Da gibt's auch wieder Lähmung und Blitz. Tja, was geben wir noch? Schaden gegen dunkle Brut, Lähmung. Dann bekommst du ein bisschen körperliche Widerstandskraft, Zephren. Der Rest dürfte ausgerüstet sein, wobei die Gesellenlähmungsrune von Ogryn tauschen wir mal gegen eine Expertenrune. Und das ist körperliche Widerstandskraft, Kälteschaden. Nö, das wird schon so passen, denke ich. Prima. Dann spenden wir die restlichen direkt mal. Und zwar Runen für den Zirkel. Alle Novizenrunen.
Und direkt noch alle Gesellenrunen hinterher. Sehr gut, dann spenden wir noch eine Runde Münzen für die Ritter von Al-Imen. Geben wir nochmal 10 Sovereigns, wir brauchen es ja nicht mehr. Sehr schön, und bevor ich Edelsteine für die Zwerge spende... Eure Truppen werden besser ausgerüstet sein als nun als alle zuvor. Dankeschön. Nein, bevor wir Edelsteine für die Zwerge spenden, möchte ich gerade mal schauen. Ich will ja gerne noch die Nebenquests abschließen. Und dafür brauche ich 10 Granate. Also schauen wir mal, ob Bodan welche zu verkaufen hat. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu wissen. Dankeschön, Bodan. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ja, dem sowieso. Gut, Granate. Wo seid ihr denn, ihr lieben Granate? Da. Und ich habe... Was hab ich denn? Ich habe 5 im Inventar. Dann kaufen wir die anderen 5, die er hat. Und schon haben wir 10. Sehr gut. Dann verkaufen wir gerade noch unser Gerümpel. Schicke Vase. Das Manuskript. Den Weihrauch. Untergang des Soldaten. Ja, finde ich nicht so nützlich. Kann weg. Säurebeschichtung, Schlanggift. Lassen wir mal. Seelenfresserbombe. Giftschaden. Na, verschwinde mal. Gut, das kann schon mal verschwinden. Das kann weg. Das kann weg. Lederrüstung. Rüstung. Schild. Und das Hundezeug. Diese Robe, die haben wir aber nicht in Ostergar bekommen, oder? Ich glaube, das war Morrigans schickes Kleid, wenn ich mich nicht irre. Behalten wir mal gerade. Geistschaden, Handschuhe. Ja, können weg. Kalens Rüstung behalten wir. Der graue Wächterhelm kann weg. Der Kommandantenhelm hier gehört jetzt einer Rüstung. Das ist aber nicht Teil von Stans Rüstungsset, oder? Ich hoffe mal nicht. Na, wir verkaufen's mal. Es wird schon alles stimmen. So, normale Äxte, dunkle Brutzeug, ist sowieso Blödsinn. Großschwert. Piratendolche, die behalten wir mal. Das Ding verkaufen wir. Der Nackmalma kann weg, das Ding kann weg, die Bögen, die Armbrust. Bolzen können verschwinden. Der Stab, Andrastes Pfeile. Was haben wir denn noch an Blödsinn? Unser Inventar ist immer noch so dermaßen überfüllt.
Naja, ich versuche mal, ob in unsere Truhe noch was reingeht. Ich vermute mal, Bodan hat nichts Neues. Zumindest leider nichts, was für uns noch sinnvoll wäre. So auf den ersten Blick, nee, nicht unbedingt. Ja, okay, was kostet da? Ah so, Tryons Streitkolben, ja, den haben wir ihm ja verkauft, aber bestimmt nicht für 66 Sovereigns. Oder du Schlitzohr. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Uiuiui, 142 für diese schicke Axt. Ja, da würde sich Ogryn bestimmt freuen, aber dafür gebe ich sicherlich kein Geld aus, obwohl wir gerade sehr reich sind. Okay, dann gehen noch alle Edelsteine außer Granate an die Zwerge. Und zwar alle Saphire. Und alle Malachite. Sehr gut. Die Dalish, wollen die zufällig auch Todeswurzel? Tatsache, die wollen ja gar keine Elfenwurzel. Ich dachte, die wollen Elfenwurzel. Oder es wird hier nicht aufgeführt, weil wir keine haben. Das kann auch sein. Wir haben ja neulich noch Tränke hergestellt. Ja, also Todeswurzeln können die Elfen gerne haben. Gifte stelle ich ja sowieso sehr selten her. Und weil wir gerade flüssig sind, bekommt Arl Eamon noch 10 Sovereigns. So, sehr schön. Ihr sorgt gut für eure Truppenwächter. Das hoffe ich doch.